Warum haben Sie denn so überraschend gebremst? Da war doch alles frei. Ich habe das schon mit fast 50 Vereinen gemacht. Und die haben alle gut abgeschnitten. Ja, aber das geht doch nicht. Wir haben jetzt seit Wochen die Beutel hier rumliegen und wir brauchen doch das Geld. Ach, könnten Sie mir gerade mal die Tür aufmachen, bitte? Aber gerne. Danke schön. Bitte. Meine Damen und Herren, in den 10 Jahren, in denen wir diese Sendereihe ausstrahlen, hat die Kriminalität ihr Gesicht gewandelt. Wir werden Sie heute zu Beginn unserer Sendung auf eine Gefahr aufmerksam machen, die in ihrem Umfang und in ihrer Tragweite noch vor wenigen Jahren kaum denkbar erschien. Zielgruppe sind wieder einmal die Autofahrer. Und die Methoden, mit denen die Gangster an das Geld ihrer Opfer kommen, sind von einmaliger Rücksichtslosigkeit. Nicht weniger als 51 verschiedene Banden mit insgesamt etwa 1300 Tätern hat die Polizei in jüngster Zeit allein in Nordrhein-Westfalen festgestellt. Etwa 20 Millionen Mark dürften sie bisher erbeutet haben. Nicht selten setzten sie dabei auch Leben und Gesundheit ahnungsloser Autofahrer aufs Spiel. Kaltschnäuzig wachten sie überall auf ihre Chance. Auf Landstraßen und in der Stadt, an Kreuzungen und Fußgängerüberwegen und gelegentlich an anderen Orten, wo erfahrungsgemäß ein bisschen viel Alkohol konsumiert wird. Hey, benimm dich nicht, Erich, das schaffst du ja doch nicht. Dann lass ihn doch mal auf die Bauke hauen, zu Hause darf er das doch nicht. Lass ihn doch mal versuchen. Mensch, Erich, klasse. Jetzt gibt's doch aber eine Runde. Komm, wir gehen doch ins Bäuerzelt. Volksfest in Gelsenkirchen. Der Bäckermeister Erich Bölte ist mit seinen Freunden nach dem Kegeln noch auf den Kirmesplatz gegangen. Nach einer Kraftprobe am Lukas trinkt die fröhliche Männerrunde im Festzelt noch einige Gläser Bier. Prost! Auf den Hammer, der Erich, ja, auf der bringt's. Vielleicht ist ja schon gleich 11. Wir sollten langsam abziehen, hä? Aber komm, einen können wir doch noch trinken. Nee, ich muss doch noch fahren. Fräulein, zahlen bitte. Komm! Ja, nur noch einen. Aber so ehrlich. Nichts mehr. Das macht 20 Mark. Jawohl. Danke. Sag mal, du fährst da an der Bismarckstraße vorbei. Nimmst du mich mit? Na klar, aber ich fahr gleich los. Na, dann komm ich auch gleich mit. Es ist kurz nach 11 Uhr, als die Männer das Bierzelt verlassen. Sie bemerken nicht, dass sie von zwei jungen Leuten aufmerksam beobachtet werden, die ihnen schließlich unauffällig folgen. Kurze Zeit später sind Erich Bölte und seine Freunde auf dem Heimweg. Der Bäckermeister fühlt sich sicher genug, um seinen Wagen zu steuern. Trotzdem fährt er besonders vorsichtig und beteiligt sich auch kaum an der angeregten Unterhaltung im Wagen. Soll nur anständig fahren. Das dufte ja. Und die kleine Blonde. Die beiden jungen Männer, die Erich Bölte und seine Freunde im Bierzelt beobachtet hatten, haben scheinbar denselben Weg. Auch sie fahren zunächst besonders langsam. Als sie jedoch an eine Straßenkreuzung kommen, geben sie plötzlich Gas. Und es sieht so aus, als ob sie noch bei Gelb über die Kreuzung fahren wollen. Erich Bölte lässt sich verführen, ebenfalls die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und als der Wagen vor ihm plötzlich bremst, reagiert er etwas zu spät. Schau dir das an. Fährt hier voll rein. Sind Sie denn blind? Ich dachte doch, Sie wollten da noch rüberfahren. Sie haben doch gesehen, dass die Ampel auf Rot ging. Meinen Sie, ich riskiere meinen Kopf? Mann, Sie haben eine ganz schöne Fahne. Na klar, Mensch. Das sind doch die drei von der Kirmes im Bäuerzelt. Ich? Wie kommen Sie denn da drauf? Ihr habt doch da so schön gesungen und gebechert. Habt ihr auch? Mann, oh Mann, wenn das die Polizei mitkriegt, dann... Ja, aber wenn Sie nicht so scharf gebremst hätten... Na schön, dann rufen wir halt die Polizei. Hast du Kleingeld? Ruf doch bitte mal an. Ich glaube, da drüben ist eine Zelle. Mensch, Leute, haltet doch mal. Das mit der Polizei können wir doch so regeln. Na, meinetwegen. An uns soll es nicht liegen.
Was meinen Sie, was das kosten wird? Tja, neue Kofferraumhaube, da unten ausbeulen, das Ganze neu spritzen, also 1200 macht das bestimmt. Und dann ist das ja schließlich jetzt auch ein Unfallwagen. Wertminderung und so. Und schließlich brauchen wir auch einen Leihwagen. Also ich würde sagen, das kostet bestimmt 1800. Was? 1800? Ihr seid wohl verrückt. Tja, wenn Sie nicht wollen, müssen wir eben doch die Polizei holen. Ich will ja schließlich nicht zusetzen. Und die Schuld liegt wohl eindeutig bei Ihnen. Ja, aber 1800 Mark und hier nachts auf der Straße. Wie Sie wollen. Mir ist das doch egal. Sie müssen sich langsam entscheiden. Ich möchte nicht die ganze Nacht hier rumstehen. Komm, Erich. Wenn da erstmal die Polizei kommt, wer weiß. Na gut, wenn's sein muss. Ich gebe Ihnen einen Scheck. Aber dann ist die Sache erledigt. Unter Zeugen. Natürlich, was soll's. Ich bin ja kein Unmensch. Das kann ja jedem mal passieren. Ich meine, dass er einen über den Durst trägt. Die beiden jungen Männer, die hier nachts auf der Straße schnell und unkonventionell einen Schaden regulieren, haben Routine in solchen Situationen. Sie kennen die Zwangslage, in der sich Erich Bölte befindet. Denn wenn die Polizei käme, riskiert er unter Umständen den Führerschein und sogar eine Bestrafung. Gute Fahrt. Der Bäckermeister und seine Freunde sind im Grunde genommen froh, dass sie den Vorfall so reibungslos aus der Welt geschafft haben. Sie wissen nicht, dass sie zwei gerissenen Gangstern ins Netz gegangen sind, die Tag für Tag Autofahrer und Versicherungen betrügen. Täter dieser Art setzen dabei auch rücksichtslos das Leben ihrer Opfer aufs Spiel. Und sie sind sich ihrer Sache so sicher, dass sie sich in vielen Fällen nicht scheuen, auch die Polizei in Anspruch zu nehmen. Denn auf den ersten Blick scheint das eigentliche Opfer stets der Schuldige zu sein. Und Sie haben dann gebremst? Ja, sicher. Es sah so aus, als ob ein Zug kommen würde. Und dann heißt es ja immer, man soll auf Bahnübergängen besonders vorsichtig sein. Tja, dann hat es plötzlich gekracht. Ja, Schneider, Sie sind aufgefahren, die Sachlage ist klar. Leider, leider, Herr Wachtmeister. Was kostet das? Sind Sie mit 20 D-Mark einverstanden? 20 Mark. Können Sie mir mal sagen, wofür der gebremst hat? Da ist weit und breit kein Zug zu sehen. Ja, Sie wissen ja. Ja, ja, ich weiß. Wer auch will, der hat Pech. Nicht nur Herr Schneider, sondern auch die Polizeibeamten werden getäuscht. Denn auch dieser Unfall ist bewusst herbeigeführt worden. Der junge Mann mit dem Mercedes war zügig an den Bahnübergang herangefahren. Dabei hatte er im Rückspiegel den Fahrer des Transporters genau beobachtet und dann im geeigneten Moment gebremst. Die Versicherung müssen wir auch noch regeln, ja. Schauen Sie sich das an. Hier, dann neue Kofferraumhaube brauche ich auch. Diesmal reguliert der Betrüger den selbst herbeigeführten Schaden über die Versicherung seines Opfers. Ein Gutachter stellt fest, dass die Reparatur des Fahrzeuges rund 1350 Mark kosten wird. Hinzu kommen Gebühren für einen Leihwagen. Die Versicherungsgesellschaft bietet deshalb einen Kostenersatz von 1500 Mark an. Der Betrüger ist einverstanden und kassiert. Die Reparatur jedoch besorgt er selbst. Und zwar auf höchst einfache Weise. Denn ihm kommt es nur darauf an, dass man beim nächsten Unfall die letzte Beule nicht mehr so deutlich sieht. Mit Vorliebe lauern die betrügerischen Unfallfahrer auch in der Nähe der Autobahneinfahrten. Dort fahren sie so lange in den Verteilerkreisen herum, bis sie ein geeignetes Opfer entdecken. Meist suchen sie sich ältere Männer oder Frauen aus, die allein im Wagen sitzen und deshalb später keine Zeugen haben. Die Täter wissen auch, dass solche Autofahrer oft nicht mehr so reaktionsschnell sind und so haben sie leichtes Spiel. Sie warten, bis das Opfer hinter ihnen sich umdreht, um zu sehen, ob die Fahrbahn frei ist. Meinst du, sind Sie verletzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Gott sei Dank. Danke. Aber wie ist das um Himmels Willen passiert? Ich glaube, ich habe direkt nach hinten geguckt. Ja, genau, dabei war es passiert. Ich habe es genau gesehen, ich war ja direkt hinter Ihnen. Aber warum haben Sie denn so überraschend gebremst? Da war doch alles frei. Frei? Sie haben Nerven. Haben Sie denn den Tankzug nicht gesehen? Tankzug? Den habe ich nicht gesehen. Da war doch überhaupt nichts. Nun regen Sie sich mal nicht auf. Ist bestimmt noch der Schock. Aber da war wirklich ein Tankzug.
Der Herr musste bremsen. Da blieb ihm gar nichts anderes übrig. Na, Hauptsache Ihnen ist nichts passiert. Und den Schaden? Naja, den zahlt ja sowieso die Versicherung. Da kommt jemand von der Verkehrswacht. Vielleicht haben die einen Verbandkasten mit, da könnte man sie ein bisschen... Das ist ja ein Zufall, prima. Auch dieser Unfall wird wieder mit der Versicherung im Schnellverfahren geregelt. Und wieder können die Betrüger mehr als 1000 Mark kassieren, ohne aufzufallen. Bis zu 16 Mal mit ein und demselben Fahrzeug, so ermittelte die Polizei, provozierte eine Tätergruppe auf diese Weise immer wieder auf Fahrunfälle. Die Gangster selbst geraten dabei sehr viel weniger in Gefahr als ihre Opfer. Denn sie benutzen stets schwere Wagen, sind angeschnallt und auf den Zusammenstoß jeweils vorbereitet. Für den Landstraßenverkehr haben sie einen besonders hinterhältigen Trick entwickelt. Auch hier operieren sie mit zwei Wagen. Vor einer verabredeten Straßeneinmündung schaltet der erste Fahrer den Blinker ein. Sein Komplize fährt so weit auf der Straßenmitte, dass der ahnungslose Fahrer hinter ihm das Blinkzeichen nicht sehen kann. Wenn der erste Fahrer überraschend nach links abbiegt, muss der Komplize in der Mitte scharf bremsen, sodass es wieder zu dem geplanten Auffahrunfall kommt. In der Stadt nutzen die betrügerischen Unfallfahrer mit Vorliebe die ohnehin kritische Verkehrssituation an den Fußgängerüberwegen aus. Auch hier arbeiten sie mit verteilten Rollen. Während sich einer von ihnen mit dem Auto dem Zebrastreifen nähert, betreten seine Komplizen unerwartet die Straße und zwingen ihn somit, plötzlich zu bremsen. Die Mittäter vom Zebrastreifen, gelegentlich auch ältere Leute, treten dann später als glaubwürdige Zeugen auf. Und die Gangster können in der Regel unbeanstandet kassieren. Rund 20 Millionen Kraftfahrzeuge sind in der Bundesrepublik zugelassen, meine Damen und Herren. Das bedeutet, dass genauso viele Menschen von den gefährlichen, betrügerischen Machenschaften dieser Autogangster bedroht sind. Sowohl direkt als auch auf dem Umweg über die Versicherungen, die ihre Verluste, wie allgemein bekannt, auf die Prämien umlegen. Nicht selten tragen die Opfer zusätzlich zum materiellen Verlust körperliche Schäden davon. Und oft werden sie auch noch bestraft oder verlieren sogar den Führerschein. Kriminalrat Stüllenberg ist Dezernent für Betrug und Fälschungen beim Landeskriminalamt in Düsseldorf. So, Herr Wolter, die anschließenden Ermittlungen. Eine Ermittlungskommission seiner Dienststelle beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit den skrupellosen Unfallfahrern. Seine Ratschläge beruhen auf umfangreichen Erfahrungen mit den Arbeitsmethoden dieser Tätergruppe. Zunächst sollte man sich trotz aller mit einem Verkehrsunfall zusammenhängenden Aufregung fragen, wie es zu diesem Auffahrunfall kommen konnte. Dabei ist immer dann besondere Wachsamkeit geboten, wenn das vorausfahrende Fahrzeug ohne ersichtlichen Grund abgebremst wurde und Sie in ähnliche Situationen geraten, wie sie soeben im Film gezeigt wurden. Sehen Sie sich vor allem genau das am Unfall beteiligte Fahrzeug an, denn vielleicht entdecken Sie dabei schon Vorschäden, die nur notdürftig repariert worden sind. Sollten Sie ein Fotoapparat mitführen, stellen Lichtbilder der Unfallschäden eine wertvolle Ergänzung dar. Vielfach ist auch schon das Fahrzeug ein Anhaltspunkt, denn die Unfallfahrer bevorzugen teure, meist ausländische Modelle, die hohe Entschädigungen für die angeblichen Reparaturen und den Nutzungsausfall gewährleisten. Wichtig ist schließlich noch, dass man sich mehrere unabhängige Zeugen sichert. Personen, die sich spontan als Zeugen anbieten, wie Sie sie im Film gesehen haben, können Mittäter sein. Dennoch notieren Sie auch deren Personalien. Wenn Sie glauben, Opfer eines provozierten Verkehrsunfalles geworden zu sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Meine Kollegen in Uniform und in Zivil sind informiert. Unsere Chancen, die Täter zu entlarven, sind im letzten Jahr erheblich gestiegen, denn die Versicherungsgesellschaften haben ein zentrales Warn- und Informationssystem aufgebaut, mit dessen Hilfe wir sehr schnell feststellen können, wenn ein und dieselbe Person mehrfach in verdächtige Unfälle verwickelt ist. Wenn Sie diese Ratschläge beherzigen, meine Damen und Herren, dann können vielleicht auch Sie dazu beitragen, dass die goldenen Zeiten dieser Autogangster zu Ende gehen.
Und nun zu unserem nächsten Thema. Es hat im weiteren Sinne mit Fußball zu tun. Genauer gesagt mit den 17.200 Fußballvereinen, in denen die Basisarbeit für den populären Volkssport geleistet wird. Die meisten dieser Vereine sind auf Unterstützung von den verschiedensten Seiten angewiesen und nicht selten sind ihre Kassen leer. In neuerer Zeit gibt es nun eine besondere Gruppe von Betrügern, die sich auf solche finanzschwachen Sportvereine spezialisiert hat. Zunächst treten diese Leute sogar als großzügige Förderer auf. Scheiß, auf doch mal! Beweg dich! Jawohl, abgehen, los, Charlie! Der FC Bruxdorf ist ein kleiner Verein in Niedersachsen mit den gleichen Sorgen und Problemen, den gleichen Hoffnungen und Enttäuschungen, wie sie bei vielen Vereinen zum Alltag gehören. Die Spieler hatten in der letzten Saison Pech. Denn Charlie Braumann, ihr Mittelstürmer, war längere Zeit ausgefallen. Die Bruxdorfer mussten absteigen. Aber jetzt ist Charlie Braumann wieder fit. Seitdem der Mittelstürmer wieder mitspielt, können die Bruxdorfer hoffen. Auf den Aufstieg in die A-Klasse und auf mehr Zuschauer bei den Heimspielen. Denn zahlende Gäste waren in der letzten Saison immer weniger gekommen. Und der Kassierer Richard Helms sah bereits ein wenig schwarz für die Zukunft seines Vereins. Jetzt mitgehen, schau mal. Die örtliche Prominenz hält ihrem Verein nach wie vor die Treue. Schlachtermeister Nordhof hat sich als erster Vorsitzender seit Jahren um den Verein verdient gemacht. Bauunternehmer Kern hat beim Bau des neuen Sportplatzes seine Planierraupen und anderes Gerät kostenlos eingesetzt. Seit dieser Zeit fühlt er sich allerdings auch berufen, dem Trainer gelegentlich taktische Ratschläge zu geben. Auch Heinz Moorbach, der Leiter der örtlichen Genossenschaftsbank, hat dem FC Bruxdorf schon einige Male unter die Arme gegriffen, mit Krediten für den Ausbau der Sportanlagen. An diesem Spieltag gewinnt der FC Bruxdorf 3:1. Und das ist bereits der zweite Sieg in dieser Saison. Grund genug für die Bruxdorfer, ihre Mannschaft zu feiern. Grund genug auch, nach dem Spiel in der Sportlerklause den Erfolg zu begießen. Und verständlich wohl auch, dass sich dann zu vorgerückter Stunde die Perspektiven ein wenig verschieben. Also das war wohl noch nicht das Richtige, was? Mindestens 4:0 hättet ihr da rausholen müssen, wenn ihr nur mehr über die Flügel gegangen wärt. Aber wir haben... Ja, gut, pappalapapp. Mehr über die Flügel, oder? Was meinst du, Charlie? Doch, vielleicht. Aber 3:1, das war doch schon was. Und beim nächsten Mal den Hockenheim genauso. Ja, ihr seid ja gut, Jungs. Läuft ja auch schon wieder. Also, nur die Flügel, sage ich. Die Flügel nicht vergessen. Prost. Genau. Zu der Feier in der Sportlerklause ist auch ein Mann gekommen, der in Bruxdorf fremd ist. Er hält sich ein wenig abseits, aber er beobachtet genau, wer im Verein das Wort führt. Denn genau diese Männer werden für ihn einige Tage später noch sehr wichtig. Hallo, Jeden Mittwochabend treffen sich die Spieler des FC Bruxdorf zum Training. Am nächsten Mittwoch findet sich auch der Fremde aus der Gaststätte auf dem Sportplatz ein. Dort macht er dem ersten Vorsitzenden ein interessantes Angebot. Wirklich? Sie können mir glauben, ich habe das schon mit 50 Vereinen so gemacht und die haben alle gut abgeschnitten. Und Sie meinen, dass Sie hier bei uns genug Leute finden, die auf den Plakaten inserieren? Na klar. Schauen Sie mal hier. Das ist beispielsweise das Plakat, das wir für den TSV Heimershütten gemacht haben. Darauf haben 18 Firmen und Geschäftsleute inseriert. Damit trägt sich das Plakat völlig von alleine. Ja, und dann war da sogar noch ein Überschuss von 800 Mark. Den hat der Verein dann als Spende gekriegt. 800 Mark könnten wir schon gebrauchen für die Jugendmannschaft. Meinen Sie, dass das dabei überbleibt? Na klar, das ist doch keine Frage. Da kann sich kein Geschäftsmann hier am Ort ausschließen. Und im Übrigen setzen Sie dann die Werbungskosten auch noch von der Steuer ab. Dann zahlt sowieso das Finanzamt die Hälfte. Na, das ist eigentlich kein richtiges Argument. Denn wenn die Geschäftsleute direkte Spenden geben, dann können wir die auch absetzen. Schließlich sind wir ein gemeinnütziger Verein. Tja, aber dann sieht ja keiner, dass Sie gespendet haben. Hier,
Da verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen. Da sieht jeder am Ort, dass der Kaufmann Meier etwas für den Verein getan hat. Naja, und dann würde das Plakat uns noch zusätzlich Zuschauer bringen. Jetzt, wo der Charlie wieder dabei ist. Tja, was müssen wir denn dazu tun? Gar nichts. Sie brauchen mir nur schriftlich zu bestätigen, dass wir die Plakate für Sie drucken und dass es für einen guten Zweck ist. Na gut, das kann man ja machen. Dann müssen Sie aber zum Kassierer hingehen. Das ist der Helms, der arbeitet auf dem Gemeindebüro. Ich rufe ihn nachher an und sage ihm Bescheid. Ja, und wann kann ich ihn erreichen? Der Mann, der sich als Werbeberater Meier vorgestellt hat, schmiedet das Eisen, solange es warm ist. Schon am nächsten Morgen erscheint er bei Kassierer Helms im Gemeindebüro. Was kann ich für Sie tun? Ich bin gestern schon einmal hier am Ort gewesen und habe mit ein paar Herren gesprochen. Es geht um den Verein. Mein Name ist Meier. Ach ja, Herr Meier. Guten Morgen. Morgen. Bitte schön. Danke. Ich weiß schon Bescheid. Herr Nordhof hat mich angerufen. Ah ja. Ich halte das für eine prima Idee. Wenn ich so an unsere Finanzen denke. Ja, ja, ich weiß schon. Aber da geht es nicht nur Ihnen so. Wir haben da schon vielen Vereinen geholfen. Für uns ist jeder Pfennig wichtig. Wir müssen uns ja auch um den Nachwuchs kümmern. Ja, ja, ich verstehe. Ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Ich weiß nicht, ob das so Ihren Vorstellungen entspricht. Darf ich es bitte mal sehen? Bitte. Ja? Danke. Bitten wir den FC Bruxdorf, durch ein Inserat zu unterstützen. Der Verein verspricht sich durch diese Werbeaktion erhöhte Zuschauerzahlen, erhöhte Einnahmen, die nicht zuletzt dazu geeignet sind, die wertvolle Jugendarbeit zu intensivieren. Gut, prima. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und jetzt kann ja nichts mehr schiefgehen. Na, das ist ja schön. Für den Verein. Dann will ich es gleich mal unterschreiben und mache einen Stempel drauf. Ja, bitte. Was glauben Sie denn, wann wir mit der Spende, ich meine, mit dem Geld rechnen können? Ah, das geht schnell. So wie ich das sehe, ist das Ding in 2 Wochen gelaufen. Ich melde mich dann gleich, wenn die Plakate gedruckt sind. Na gut, auf einen Tag kommt es natürlich nicht an. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mit den guten Wünschen und dem Empfehlungsschreiben des FC Bruxdorf macht sich der Werbeberater auf den Weg. Zunächst bearbeitet er die leichten Fälle. Leute, von denen er weiß, dass sie ihren Fußballclub schon immer unterstützt haben. Dinge hat. Naja, alles für den Verein ist ja klar. Was glauben Sie, was ich da schon reingesteckt habe? Damals, als der neue Sportplatz gebaut wurde. Alles habe ich gemacht. Umsonst. Trotzdem haben Sie den Nordhoff zum Vorsitzenden gewählt. Naja, ist ja nicht Ihr Problem. Aber sagen Sie mal, so groß müsste die Anzeige mindestens sein. Ja. Was kostet denn so ein Ding? Naja, das ist natürlich die größte. Aber dann sieht ja auch jeder deutlich, was Sie für den Verein tun. Also die kostet 800 Mark. Na, ihr nehmt sie auch von den Lebendigen. Oh. Aber es kommt ja dem Verein zugute. Ja. Bin nur mal gespannt, was der Nordhof für eine Anzeige reinsetzt. Und wie die nächste Vorstandswahl ausfällt. Ja. Bitte gehen wir doch in mein Büro. Ja. Nicht nur Bauunternehmer Kern weiß, was er seinem Ruf in Bruxdorf schuldig ist. Auch die anderen Geschäftsleute am Ort fühlen sich ihrem Fußballverein verpflichtet. Und Schlachtermeister Nordhof bestellt natürlich als erster Vorsitzender eine repräsentative Anzeige. So, das wär's. Danke. Bitte. Dankeschön. Schönen Dank, Herr Nordhof. Wiedersehen. Wiedersehen. Das sind dann 177,60 Mark. Ich zahle es Ihnen gleich aus. Auch kleinere Geschäftsleute mögen sich nicht ausschließen. Und der Werber versteht es sogar, im Voraus zu kassieren. Bitte schön. Dankeschön. 200. Den schwierigsten Kunden hebt sich der Inserentenwerber bis zum Schluss auf. Die örtliche Genossenschaftsbank. Und wie geht es? Aber auch hier gelingt es ihm, dem misstrauischen Filialleiter einen Anzeigenauftrag zu entlocken. Ja, hier sehen Sie, der Nordhof, der Kern, Autofischer, der Friseur, die Schlosserei. Das sind doch alles Ihre Kunden. Ich meine, mit denen arbeiten Sie doch zusammen. Und wenn es um den Verein geht... Ja, ja, schon gut. Über das Geschäft brauchen Sie mir nichts zu erzählen. Ich kenne meine Kunden. Ja, natürlich. So war es ja nicht gemeint. Also, dieser Streifen hier wäre noch frei. Also, wissen Sie, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich da unten... Nein. Also, wenn wir ins Geschäft kommen wollen, mein Inserat muss ganz nach oben, wo auch die Genossenschaftsbank Heimershütten steht. Hier, nur dieser Platz kommt in Frage. Tja, wissen Sie, den hat Herr Kern schon belegt, der Bauunternehmer. Zugegeben, das ist der beste Platz, aber deshalb gelten da auch besondere Konditionen.
Sie wissen doch vielleicht, der möchte gern Vorsitzender werden. Das interessiert mich nicht. Hier geht's doch ums Geschäft, oder? Also entweder Sie machen mir den Platz da frei oder... Also gut, ich sehe es ja ein. Dann muss ich eben mit dem Herrn Kern noch mal reden. Aber die kostet 1200 Mark für ein Jahr. Ah, nicht billig, aber wenn wir da drauf sein sollen, müssen wir da nach oben. Also klären Sie das, dann bekommen Sie den Auftrag. Einverstanden. Ich glaube, der lässt mit sich reden. Ich komme dann Nachmittag noch mal vorbei. Also, bis dann. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Meier. Dann, Frau Wegner, wie geht's? Der angebliche Werbeberater denkt natürlich nicht im Traum daran, noch einmal mit dem Bauunternehmer zu reden. Er gönnt sich an diesem Tag ein gutes Mittagessen und eine halbe Stunde später kassiert er in der Bank den Auftrag über 1200 Mark für die besonders gut platzierte Anzeige. Schönen Appetit. Nach dem Mittagessen schreibt der Werbeberater auch gleich die Rechnungen für die Kunden, bei denen er nicht sofort kassiert hat. Die meisten von ihnen überweisen das Geld, ohne sich weiter um die Plakate zu kümmern. Denn sie nehmen an, dass der Fußballverein die Plakataktion selbst überwacht. Für den angeblichen Werbeberater aber ist das Geschäft in Bruxdorf an diesem Tag erledigt. Am nächsten Wochenende steht er bereits auf einem anderen Sportplatz, knapp 100 Kilometer von Bruxdorf entfernt. Auch hier wird er wieder für seine Plakate werben und mit einer Empfehlung des Fußballclubs Geld für Anzeigen kassieren, die nicht erscheinen. Denn der angebliche Herr Meier denkt gar nicht daran, die Plakate drucken zu lassen. Auch die versprochene Spende bleibt natürlich aus. Die Vereinsfunktionäre merken in der Regel erst, wenn es zu spät ist, dass sie mit ihrem Empfehlungsschreiben ein Eigentor geschossen haben. Nicht alle Geschäftemacher dieser Art, die sich die allgemeine Sympathie der Sport- und Fußballvereine zunutze machen, gehen gleich so rigoros vor wie der Mann aus unserem Beispiel. Manche drucken pro forma für ein paar hundert Mark Plakate und kassieren einen ähnlichen Gewinn, der in keinem Verhältnis zum Aufwand und Nutzen steht. Man kann deshalb allen Sportvereinen eigentlich nur den guten Rat geben, solche mit Annoncen ausgestatteten Plakate gegebenenfalls selbst drucken zu lassen. Dann fließt der Gewinn tatsächlich dem guten Zweck zu. Und nun, meine Damen und Herren, in unserem nächsten Fall geht es wieder einmal um das Thema Heimarbeit. Sie können, wenn Sie die Zeitung studieren, im Inseratenteil die einschlägigen Angebote fast täglich lesen. Da werden Schreib-, Strick- oder Stickarbeiten genauso angeboten wie das Züchten von Pelztieren oder Champignons. Eine recht aktuelle Masche auf diesem Gebiet ist die Vergabe von sogenannten Plastikschweißarbeiten. Die Angebote sind wieder einmal recht verlockend, wie es dann aber weitergeht. Das macht, so meine ich, der Bericht, den wir Ihnen jetzt zeigen, recht gut deutlich. Umzug bei Lehmanns in Hamburg. Mehrere Jahre hat die Familie hier in einem vierstöckigen Mietshaus gewohnt. Der Altbau, der aus der Zeit vor der Jahrhundertwende stammt, soll in wenigen Wochen abgerissen werden. Die Lehmanns sind eine der letzten Familien, die das Haus verlassen, denn sie hatten große Schwierigkeiten, für sich und ihre drei Kinder eine passende Neubauwohnung zu finden. Hey, pass ein bisschen auf! Pass damit die Lampe nicht! Nee, ich pass schon auf! Na siehst du, ist schon passiert! Aber Scherbenglück! Der Umzug bringt für die Familie Lehmann eine erhebliche finanzielle Belastung. Heinz Lehmann verdient als Dreher inklusive aller Überstunden im Monat etwa 1350 Mark. Die neue Wohnung wird sehr viel mehr Miete kosten als die alte. Aber die Lehmanns haben keine andere Wahl. Du, das Schlafzimmer ist schon draußen. Bist du hier bald fertig? Ja, gleich. Nur noch einen Moment. Dann hätten wir ja wohl alles. Gut, dann gehe ich mit Stefan noch mal aufs Töpfchen, ja? Komm, mein Kleiner. Ja, jetzt gehen wir aufs Töpfchen.
Die Fahrt zu ihrer neuen Wohnung ist für die Familie Lehmann beinahe so etwas wie eine Fahrt ins Ungewisse. Gerda Lehmann hat sich vorgenommen, in Zukunft mitzuarbeiten. Da der kleine Stefan aber noch zu jung für den Kindergarten ist, kommt praktisch nur eine Beschäftigung zu Hause in Frage. Ihr Mann hat sich auch schon umgehört und er ist in der Zeitung auf ein interessant erscheinendes Angebot gestoßen. Ja, doch, das wäre uns recht. Heute gegen 8 gut, dann sind die Kinder im Bett. Also dann, auf Wiederhören. Alles klar, die kommen heute Abend. Bringst du die Kinder etwas früher ins Bett? Ja, sicher. Na du, hoffentlich geht das gut. Ja, hoffentlich. Zwei Männer, mit denen sich das Ehepaar verabredet hat, machen den Lehmanns an diesem Abend einen Vorschlag. Ernst Bosse und Alfred Greiner erklären, wie Gerda Lehmann ihre Haushaltskasse aufbessern könne. Die Frau soll in ihrer Wohnung mit einem neu entwickelten Kunststoffschweißgerät Plastikbeutel herstellen. Ja, das wär's im Prinzip. Alles andere entnehmen Sie dann unseren Anleitungen. Sie brauchen sich dann nur umzusehen. Überall ist die Verpackung heute das A und O. Unsere Experten haben das mal ausgerechnet. Hier. 6 Milliarden Mark werden in Deutschland in einem einzigen Jahr für Verpackungen ausgegeben. Für Säcke, Schutzhüllen, Tragetaschen, Plastikbeutel. Sehen Sie, und genau das ist Ihre Chance. Je mehr Produkte, desto mehr Verpackungen. Sie können Ihren Verdienst praktisch nach Belieben steigern. Der Markt ist unbegrenzt aufnahmefähig. Ja, aber sagen Sie, wo sollen wir denn das Zeugs, ich meine, die Plastikbeutel verkaufen? Aber Frau Lehmann, da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Der Absatz wird von uns übernommen. Wir holen die fertigen Beutel bei Ihnen ab. Jedes Stück, das Sie machen, ist praktisch schon verkauft. Wir machen einen klaren, sauberen Vertrag. Ja. Hier, sehen Sie, der Kaufvertrag ist also gleichzeitig Produktionsvertrag. Das Geschäft sieht auf den ersten Blick recht verlockend aus. Bei 2 Stunden Arbeit täglich, so behaupten die beiden Vertreter, könne Frau Lehmann rund 600 Mark im Monat verdienen. Das dazu erforderliche Schweißgerät und das Material werde von ihrer Firma geliefert, die sich auch verpflichte, die hergestellten Beutel zu einem garantierten Preis abzunehmen. Ja, aber die Maschine, die müssen wir doch kaufen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ja, und die ist da sicher sehr teuer. Aber ich bitte Sie, machen Sie sich doch da keine Sorgen. Die wird doch finanziert. Da haben wir unsere extra Bank dafür. Das kostet Sie bloß 150 Mark im Monat. Das können Sie leicht von Ihrem Verdienst abzweigen. Sie brauchen nur den Kreditantrag zu unterschreiben, dann läuft das wie von selbst. Wir verrechnen das dann mit Ihrem Lohn. Dann kann uns ja nichts passieren. Ja, dann machen wir das doch. Fein. Die Lehmanns sind dringend auf den in Aussicht gestellten Nebenverdienst angewiesen. Und sie glauben deshalb allzu gern, dass bei dem Geschäft für sie immer noch 450 Mark im Monat herausspringen. So unterschreiben sie schließlich noch am selben Abend die Verträge, die ihnen die Männer vorlegen. Und hier ist, ja, das rübergeben worden. Ja. Ja. Schön. Und hier. Ja. Bereits wenige Tage später hat die Vertriebsfirma das Folienschweißgerät geliefert und ebenso den ersten Posten Rohmaterial, den Frau Lehmann zu Plastikbeuteln verarbeiten soll. Wie viel haben wir denn schon? Na, so knapp 2000 werden es sein. Ach, so wenig erst? Tja. Ach du, das habe ich mir aber auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Willst du es mal versuchen? Ja, komm, lass mich mal ran. Waren das schon 100? Ja, das waren 100. Es geht ja nicht. Ich schneide es dann nochmal ab und schweiß von neuem. Ab. Reiß es ab. Ja. Also, wie sieht das denn aus? Bald zeigt sich aber, dass die Vertreter dem Ehepaar eine völlig falsche Rechnung aufgemacht haben. Bei 2 Stunden täglicher Arbeit schafft Frau Lehmann nur 1500 Tüten. Sie müsste jedoch mindestens 6500 fertig bekommen, also im Monat 156.000, um bei den versprochenen Abnahmepreisen auf einen Verdienst von 600 Mark zu kommen. Aber es kommt noch schlimmer. Die Firma holt die fertigen Plastikbeutel überhaupt nicht ab. Das begreife ich nicht. Wir kommen heute nicht dazu, bei Ihnen abzuholen. Ja, aber das geht doch nicht, hören Sie. Moment mal, nun lassen Sie mich doch mal erklären. Nein, nun lassen Sie mich doch mal ausreden. Wir haben seit Wochen die Beutel hier rumliegen und wir brauchen doch das Geld. Ja, da können wir doch auch nichts dafür.
dafür, wenn unser Auto kaputt ist. Aber das ist doch schon seit 14 Tagen kaputt. Ich lasse mich nicht mehr länger vertrösten. Wir haben doch schließlich einen Vertrag. Und wenn Sie den nicht einhalten, dann zahle ich auch die Raten für die Maschine nicht. Ja, dann müssen Sie wissen, was Sie da machen. Na, was sagen die denn? Nichts, gar nichts. Nur faule Ausreden. Ihr LKW wäre kaputt. Die alte Geschichte. Ja, was machen wir denn jetzt? Den werde ich schon zeigen. Jetzt zahlen wir erstmal die Maschine nicht. Dann werden sie schon kommen. Na, ob das gut geht. Es ist nicht gut gegangen, meine Damen und Herren. Wenige Wochen später flatterte den Lehmanns ein Zahlungsbefehl ins Haus. Sie hatten nämlich übersehen, dass die Schweißmaschine auf Abzahlung gekauft war und dass sie auch einen entsprechenden Kreditvertrag mit einer Bank abgeschlossen hatten. Diese Bank hat der Vertriebsfirma den Preis für die Maschine ausbezahlt und verlangt nun natürlich von den Lehmanns ihr Geld zurück. Die Vertriebsfirma ihrerseits erwies sich bei näherer Prüfung als Schwindelunternehmen, bei dem nichts zu holen war. Auch das neue Abzahlungsgesetz, das am 1. Oktober in Kraft getreten ist, hätte die Familie Lehmann nicht schützen können. Denn der Trick ist mit Absicht so angelegt, dass die Opfer erst nach einigen Wochen merken, dass sie hereingelegt worden sind. Und bis dahin ist die Rücktrittsfrist von einer Woche, die das Gesetz für solche Abzahlungsgeschäfte neuerdings vorsieht, natürlich längst verstrichen. Und nun zum Abschluss unserer Sendung auch heute wieder ein Experiment. Wir wollten diesmal feststellen, wie gut sich eigentlich große Firmen, Verwaltungen und auch Behörden gegen Betrüger und Diebe schützen. Aus diesem Grunde haben unsere Mitarbeiter in die Trickkiste von echten Gaunern gegriffen und sich auf den Weg gemacht. Zunächst gingen sie, die Kamera in einer Werkzeugtasche versteckt, in eine große Landesbehörde. Die Aufschrift Büromaschinenservice auf einem einfachen grauen Arbeitskittel, das ist die ganze Verkleidung von Bernd Schröder und Kameramann Hans Wunsch. Aber die falschen Serviceleute wirken offenbar so echt, dass niemand von ihnen Notiz nimmt. In einem leeren Büroraum im zweiten Stock entdecken sie eine elektrische Rechenmaschine, die sie zunächst einmal ausprobieren und dann mitnehmen. So, das war's. In der Eingangshalle glauben sie sich zwar einen Moment lang ertappt. Doch der Pförtner lässt sich von dem selbstsicheren Auftreten der beiden Männer blöffen. Die erwarteten Schwierigkeiten bleiben zunächst aus und die Maschine landet im Wagen der falschen Büromaschinenhandwerker. Durch diesen Erfolg ermutigt, probieren sie es im selben Haus gleich noch einmal. Und die Damen im Büro helfen sogar dabei. Das ist schon gemacht worden. Das war zu nah ran. Und immer wenn ich das nicht drauf hatte, sondern dann riss das in der Mitte durch, wenn ich gerade in der Mitte war. Und dann habe ich mir das aushängen lassen. Ja. Ich da immer auf Wir nehmen Sie mal ganz kurz mit runter und schauen nochmal nach. Ne? Okay. Erfahrungsgemäß findet sich bei beharrlichem Nachfragen immer ein Fehler. Deshalb geht auch diese Maschine mit zur angeblichen Überprüfung. In der Halle des Gebäudes wird sie zunächst auf einem mitgebrachten Rollwagen deponiert. Und nur wenig später kommt unser Mann mit einer weiteren Schreibmaschine, die er diesmal aus dem ersten Stock geholt hat. Inzwischen allerdings sind der Pförtner und der Hausmeister nun doch aufmerksam geworden. Da ist so eine Werkstattwagen. Ja, nee, alles, was hier hinter der Tür ist, muss genau gesagt werden. Wir haben oben Empfangsbestätigung abgelegt, ja? Ja, ist aber, wir sind ja bestellt. Ganz schön warm heute. Naja, ist doch schwül, ne? Die Büromaschinen von Krefeld, die wollen wir reparieren. Das ist nicht beschreibt, aber von so kommt Büromaschinen-Service steht drauf. Das Misstrauen ist berechtigt. Aber als unsere Leute nun einfach mit den Schreibmaschinen davonfahren und sie ins Auto einladen, hält sie niemand auf. So. Auch in den Büros einer Ölgesellschaft sind die beiden Männer in den grauen Kitteln erfolgreich. Der nächste Versuch bei einer Baugesellschaft. Die Flure menschenleer und die unverschlossenen Büros machen die Maschinen, die hier stehen, zu einer leichten Beute, an der Bernd Schröder allerdings ganz schön zu tragen hat. Da
Also, je mehr Routine unsere Leute bekommen, umso dreister werden sie schließlich. Bei derselben Firma transportieren sie sogar ein großes Kopiergerät ab. Jetzt? Ja. Ja, es geht. Komm rein. So. Bei einer Behörde der Finanzverwaltung steht eine teure elektronische Rechenmaschine. Um den Beamten nicht auch noch die doppelte Arbeit zu machen, lässt unser Mann die vorhandenen Berechnungen zurück. Und noch mehrmals testen unsere Mitarbeiter diese Gaunermasche. Teilweise zeigt sich der Pförtner gar nicht einmal als Hindernis. Im Gegenteil, er unterstützt die vermeintlichen Handwerker sogar noch. Drücken Sie gerade mal. Nur die Hebel betätigen. Ach so, ja. Ist gut, ja. Hier ist klar. Jawohl. Und nachdem unsere Leute nun wissen, wie sich die Tür öffnen lässt, versuchen sie es auch hier gleich noch einmal. Mit der doppelten Beute können sie sich dann mit ihrem Wagen aus dem Staube machen. Insgesamt haben sie in nur wenigen Stunden Büromaschinen im Wert von mehreren tausend Mark abtransportiert. Unser Wagen ist mit der Beute nicht weit gefahren. Die Maschinen wurden natürlich alle zurückgebracht. Teilweise zur großen Überraschung der Betroffenen, denn die hatten noch gar nicht gemerkt, dass ihnen etwas gestohlen worden war. Die Firma, bei der wir den Rechenstreifen abgerissen haben, weiß vermutlich bis heute noch nicht, dass die Maschinen vorübergehend verschwunden waren. Als wir sie nämlich in Begleitung eines Kriminalbeamten zurückbrachten, war immer noch niemand da. Und wir haben auch niemanden getroffen, den wir hätten verständigen können. Bei den anderen Firmen und Behörden sind nach unserem Experiment die Sicherheitsvorkehrungen fast überall verbessert worden. Und jetzt, nach unserer Sendung, so jedenfalls ist zu hoffen, werden wohl auch noch andere Firmen und Verwaltungen Konsequenzen ziehen. Denn die echten Trickdiebe sind mit dieser Masche noch unterwegs. Und damit darf ich mich bis zu unserer nächsten Sendung verabschieden. Auf Wiedersehen.